Liebe Zuschauer, Arzt wirft AfD-Politiker aus seiner Patientenliste. Das hat Schlagzeilen gemacht und uns ist immer daran gelegen, mit den Betroffenen zu sprechen. Und hier begrüßen wir Heiko Nüssner und er wird uns aufklären, was es denn eigentlich damit auf sich hatte. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung, Herr Nüssner. Ich bedanke mich für die Einladung, Herr Weber. Ja, Schlagzeilen gemacht. Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Sie haben eigentlich mit dieser Potenz der Nachrichten und mit dieser, sagen wir mal, schrillen Berichterstattung, haben Sie nicht gerechnet. Und ich glaube, Sie haben es auch nicht gewollt so. Ist beides genau richtig. Also damit haben wir definitiv nicht gerechnet. Es ist ja nun immerhin nur in Anführungszeichen ein kleiner Stadtverband in Lahr. Heiko Nüssner ist auch nicht der Nabel der Welt. Und wir haben eigentlich hier unsere Arbeit gemacht, unsere Parteiarbeit. Und der Stadtverband ist im Januar dann neu gegründet worden aufgrund des Zulaufes. Also quasi eine Neugründung einer kleinen Einheit hier, der kleinsten Einheit. Und ich bin dann gewählt worden in diesen Stadtverband als Beisitzer. Und da ist ein Foto entstanden in der kommunalen Berichterstattung, die offensichtlich mein Hausarzt hier in Lahr-Reichenbach gesehen hat. Und damit fing dann die ganze Geschichte an. Nun ist es so, wir reden immer von Toleranz, wir reden immer von Vielfalt. Und gerade in dem Fall wäre es doch notwendig, einfach zu erkennen, wir leben alle auf diesem Erdball, wir leben alle in dieser kleinen Region Deutschland und so wie Sie richtigerweise sagen, sind nicht der Nabel der Welt. Aber warum sind Sie an die Öffentlichkeit gegangen? Sie wollten ja anderes bewirken als das, was jetzt entstanden ist. Ja, also ich wollte mit meiner Arbeit in der Partei, in der ich übrigens seit 8 Jahren bin, seit 2016, vorher übrigens fast 26 Jahre CDU, vielleicht ganz kurz noch vorweggenommen, was mir sehr gut, sehr viel Freude gemacht hat, in die CDU einzutreten, damals 1990, Helmut Kohl, Kanzler der Einheit, ich in der DDR, geboren, damals 23 Jahre alt. Das war also eine richtig, ja, aufregende Zeit mit viel positiver Energie. Und ich war vorher nie Parteimitglied, also auch nie in der DDR-Partei. Und habe gesagt, jetzt bewegt sich was, jetzt sind wir jung, jetzt wollen wir hier dran teilnehmen. Und bin dann wegen Kohl und dieser Politik und diesem Zeitfenster, was er da erkannt hat, uns in die deutsche Einheit zu führen, in die CDU eingetreten, was sehr viel Spaß gemacht hat und erfolgreich war. Ich war 99 bis 2004 im Kreistag mit weiter für die CDU gewählt. Und so lief die ganze Sache und letztendlich bin ich dann durch die Migrationspolitik, Europolitik, Kernenergie, viele, viele andere Dinge 2015 aus der CDU ausgetreten und nahtlos dann 2016 in die AfD eingetreten. Und habe meine Arbeit als Parteimitglied gemacht, erst hier in der Nähe von Herbolzheim, das ist etwas südlich von Lahr, dann eben hier, seit ich 6 Jahre in Lahr wohne, jetzt im Stadtverband als Beisitzer im Vorstand. Und plötzlich kriege ich eben aufgrund dieser Tatsache, dass das in der Zeitung stand, diese Mail. Ich war echt erschüttert, weil ich mit diesem Arzt, den kenne ich seit August letzten Jahres, das war dann sicherlich noch sinnvoll, mal einen Arzt direkt in der Nähe zu suchen für Dinge, die dringend sind oder schnell gehen müssen. Gibt ja noch die alte Ärzteschaft, die mich sonst seit vielen Jahren gut betreut. Und ja, und dann haben wir mit dem ein gutes Einvernehmen gefunden. Die Mitarbeiter waren freundlich, der Arzt war auch in Ordnung. Es gab ein paar Termine, ein paar Besuche, war alles bestens in Ordnung. Es gab kein böses Wort, einvernehmlich. Er hat das gemacht, was er als Arzt machen kann und soll, in Einvernehmen mit mir. Und ich war auch immer in Begleitung. Aufgrund meines Zustands durch den Unfall mit dem Rollstuhl war ich immer in Begleitung. Und deshalb war ich umso mehr erstaunt, dass diese Mail kam. Ich weiß nicht, ob sie Ihnen vorliegt. Das kann ich Sie im Nachgang auch nochmal zureichen, wo er dann schreibt, aufgrund politisch unterschiedlicher Ansichten bitte ich Sie, einen neuen Hausarzt zu suchen. Ich habe den dann kurz angerufen, das bestätigen lassen, dass das kein Fake ist und tatsächlich von ihm geschrieben wurde. Er bestand auf dieser Meinung und hat dann das dabei belassen. Ich fand das sehr undemokratisch, das habe ich ihm gesagt, habe ihm dann alles Gute gewünscht und damit war das Thema nach 30 Sekunden erledigt. Ich habe dann in der Familie, in meinen Freunden und mit den Parteikollegen im Vorstand besprochen, was machen wir. Dann gab es alle möglichen Meinungen natürlich. Ärztekammer, da müssen wir das und jenes machen. Ich sage, wir wollen im Grunde gar kein Öl ins Feuer gießen. Und dann ist diese Idee entstanden, mit der kommunalen Zeitung, mit der Lahrer Zeitung, die Sache publik zu machen und einfach eben ganz bewusst zu sagen, also alles ganz so stehen lassen, macht sicher keinen Sinn, weil dann machen wir nichts besser. Wir wollen ja was bewegen. Deshalb sind wir tätig in der Partei und überhaupt im Privatleben.
Und das haben wir gemacht und dieser Redakteur hat das sehr vernünftig wiedergegeben, so wie wir das, wie ich dem das erzählt habe. Er hat dann offensichtlich auch mit dem Arzt gesprochen, der sich allerdings, ja, so ein bisschen, finde ich, ein bisschen als Feigheit, sich natürlich nicht outen will und aber trotzdem gesagt hat, ja, das wäre eben dieser politische Grund, aber überdies, und darüber ärgere ich mich eigentlich doch schon sehr, überdies wäre ich ja eh ein unangenehmer Patient und hätte ihn immer sehr bedrängt und wäre sehr fordernd gewesen. Und diese Kündigung wegen der Partei wäre dann nur das i-Tüpfelchen gewesen. Und da versucht er sich wahrscheinlich ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, weil diese Mail von ihm war sicherlich nicht besonders schlau, diese Art Diskriminierung da auch noch schriftlich zu bekennen. Aber das finde ich jetzt nicht so schön, mich da als bedrängend und als unmöglich darzustellen. Das muss ich zunächst nochmal zurückweisen. Aber ich bin ganz entspannt. Ich war immer mit einer Zeugin da. Aufgrund meiner körperlichen Situation ging es gar nicht anders. Die Praxis ist nicht rollstuhlgerecht, Stufen zu überwinden, etc. Schauen wir mal, was draus wird. Also die Öffentlichkeit haben wir ganz bewusst gesucht, um was zu bewegen, um was zu verändern, um Dinge zur Diskussion zu bringen. Nun ist es so, Sie sagten, es liegt schriftlich vor, wir wollen kein Öl ins Feuer gießen, aber wenn Sie das sagen, liebe Zuschauer, uns ist das bekannt, diese Mail, und es ist wirklich so, der Arzt hat Herrn Nüssner mitgeteilt, dass er aufgrund anderer politischer Überzeugung ihn nicht mehr als Patient haben möchte. Aber sind solche Aktionen, die sind doch gesellschaftsspaltend. Denn Herr Nüssner, wenn wir damit anfangen, es gibt ja die Nachfolgepartei, ich bin in Leipzig geboren, also ich kenne um die DDR. Ich weiß, was es bedeutet, die Nachfolgepartei der SED ist die Linke. Denn wenn wir damit anfangen, dann könnten wir ja auch Grenzen schaffen, dass wir sagen, es ist die Nachfolgepartei der SED. Die SED hat nun mal Menschen, die das Land verlassen wollten. Es gab den Todesstreifen, da sind viele Menschen ums Leben gekommen. Aber wenn wir so anfangen, dann sagt der Nächste, ich behandle niemand von den Linken oder ich behandle niemand von der FDP oder was auch immer. Denn das dient ja eher der Spaltung als des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Hätten Sie überhaupt damit gerechnet, dass es so weit kommt? Also eben, man hört ja viel in Medien und in allen möglichen Kanälen, was so alles passiert in allen Richtungen. Wenn es einen dann persönlich trifft, also in dem Montagmorgen ist mir dann schon das Gesicht gefroren, war ich echt stinksauer zunächst. Ich war dann sehr traurig und habe gedacht, was ist jetzt? Kann ja gar nicht wahr sein. Ich hatte die Anfrage nach dem Rezept auch sehr freundlich gestaltet, sehr geehrter Damen, sehr geehrter Herr Dr. XY. Wir haben lange nichts voneinander gehört. Ich hoffe, bei Ihnen läuft alles bestens. Ich bräuchte die und die Verordnung. Können Sie es mir bitte ausstellen und zusenden? Und dann kriege ich so eine Mail mitten ins Gesicht geschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Vorwarnung. Und er hätte mich ja auch mal anrufen können, wenn ihm das nicht gefällt. Oder wenn ihm das, da hätten wir auch mal drüber sprechen können. Er ist okay. Also in jedem Fall war das ziemlich schockierend. Ja, wenn wir da anfangen, dann muss ich mal so, also ich bin 23 Jahre in der DDR gewesen, habe da gelebt. Kann man es so nicht vergleichen. Ich wüsste aber nicht, dass dort mal jemand nie behandelt wurde, weil er vielleicht irgendwie dummes Zeug erzählt. Das ist mir nie bekannt. Und wenn wir so anfangen, dann nähern wir uns ja dann ganz dunkle Zeiten der Geschichte. Und das darf nicht passieren. Also wir müssen definitiv hinkriegen, dass wir in unserer Gesellschaft den inneren Frieden wiederherstellen, die Balance wiederherstellen. Das ist das, was ich ganz, ganz dringend für wichtig halte. Weil wir haben so unendlich viele Probleme innenpolitisch, wirtschaftlich, jetzt die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen um uns herum. Wenn wir da in unserer Gesellschaft noch gegenseitig aufeinander oder einschlagen, mental und vielleicht am Ende manchmal sogar noch mit Fäusten etc., ja, wo sollen wir dann hinkommen? Und diese Geschichten, ich behandle den nicht oder ich gehe zu dem nicht oder kaufe dort nicht oder dem der Partei vermieten wir kein Lokal, dann sind wir in ganz dunklen Zeiten angekommen. Das darf einfach nicht wieder passieren. Worauf begründen Sie diese Entwicklung? Wir erleben es ja, Sie sind ja nun kein Präzedenzfall, Sie sind kein Einzelfall. Oder worauf begründen Sie diese Entwicklung, dass Sie sehen, dass das in diese Richtung geht, wie Sie eben beschrieben haben, dass der Einzelne stigmatisiert wird, dass er gesellschaftlich ausgeschlossen wird, Diskussionsbereitschaft ist nicht mehr vorhanden. Wo sehen Sie die Entwicklung herkommen? Naja, ich sag mal so, ich denke, dass der deutschsprachige Raum, insbesondere die Deutschen, so ein bisschen anfällig sind für diese Art von Staatshörigkeit, von Staatsgläubigkeit. Das haben wir in unserer Geschichte ja nun des Öfteren beobachten können. Erster Weltkrieg hat man ja gesehen, wenn man das Buch liest. Jetzt komme ich gar nicht auf den Titel. Die Schlafwandler. Ja, Ja, ein genau. sehr schönes Buch.
Da braucht man ein bisschen Geduld, das zu lesen, aber dann ist es Stück für Stück und dann folgt einer dem anderen oder der nächste denkt, der macht schon richtig und macht mit oder voraus einem der Gehorsam. Ich denke, da haben wir so ein bisschen als Deutsche vielleicht jetzt überspitzt gesagt, so etwas in sadomasochistischen, ne, aber ja, das ist so die Staatsgläubigkeit. Ich erinnere nur an Thomas Mann, Dietrich Hässling, wie hieß das, der Untertan, ja, ist auch ein schönes Buch, was da diesen Charakter so ein bisschen zeigt. Und das ist vielleicht eine Schwäche von uns. Das wird dann die mediale Gestaltung der Mainstream-Medien, da ist natürlich auch viel, ja, viel Einwirkung, viel Hetze, viel Propaganda. Das ist schon viel Propaganda, die nie im Sinne unserer Sache ist und, oder unseres Landes insgesamt ist. Ich denke nur an die sogenannte Potsdam-Konferenz. Das war auch so ein ganz negatives Beispiel. Und es wird ja von früh bis abends gehetzt. Mit Verlaub und ja, falsch informiert, weggelassen, lückenhaft informiert. Schon ziemlich tragisch. Also, und das wirkt auf Leute. Ich kenne viele, viele Menschen, auch ausländische Kollegen, die hier wohnen oder Mitbewohner. Und die sagen, die haben da noch Angst. Gerade die Ausländer sagen, ja, die AfD, die wollen ja alle Ausländer raus haben. Also sowas wirkt dann teilweise bei unseren deutschen Mitbürgern, aber auch bei den die zugewandert sind oder die schon länger hier sind. Und das ist ja schade. Und wenn dann jemand damit auf eine AfD-Veranstaltung geht oder auch Freunde von mir, also auch nicht-europäische Menschen, die sagen, das ist ja alles ganz okay, das sind ja ganz tolle Leute, es geht ja gar nicht um diese Themen. Und ja, also ich denke, es ist die Propaganda und wir haben natürlich eine machtpolitische Entwicklung in Deutschland, die bedenklich ist. Also da ist viel Ideologie dabei und das Personal, was wir haben, ist sicherlich nie geeignet im Großen und Ganzen bundesweit und in Teilen der Länder und der Kommunalpolitik, aber vor allem den bundesweit, unser Land dorthin zu führen, wo es eigentlich hin muss. Da haben wir große Defizite, würde ich sagen. Jetzt haben wir davon gesprochen, was Ihnen an Negativen widerfahren ist. Aber ich habe im Vorgespräch von Ihnen erfahren, viele Menschen pflichten Ihnen bei. Sie haben auch von Ärzten entsprechende Informationen oder Nachricht bekommen, sagen, wir behandeln Sie gerne. Bitte, wenn Sie etwas benötigen, melden Sie sich. Können Sie darüber bitte berichten? Ja, also definitiv mal grundsätzlich, was Ärzte betrifft. Bin ja nun 20 Jahre hier in Baden-Württemberg, vorher in Chemnitz und ich habe dann im Laufe, ja, früher war ich ja Gott sei Dank gesund und fit, da war ja alles soweit in Ordnung, aber als es eben dann mit den Dingen losging, ich habe eine Ärzteschaft hier, mit der ich jetzt seit 20 Jahren hier in Baden-Württemberg in meiner Wahlheimat sehr zurecht, sehr gut zurechtkomme, wo ich sehr gut betreut werde. Ja, wir haben nie über Politik gesprochen und wenn man sich dann doch länger kennt, dann spricht man auch mal über Politik, aber völlig einvernehmlich. Es gab noch nie die Idee, glaube nicht von keinem Arzt und auch von mir nicht, dass sowas ein Problem sein kann. Und ich bin ja auch durch meinen Unfall in Deutschland, in Bayern operiert worden und da war immer alles zuvorkommend. Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Ärzten gemacht, muss ich sagen. Und wenn man mal einen neuen Arzt kennenlernt, wo man nicht ganz so kompatibel ist, weil der vielleicht das nicht so macht, wie ich das will, dann geht man gar nicht erst zusammen. Also es gibt eine gute Ärzteschaft, auf die ich mich verlassen kann. Und da kann man auch mal wirklich, muss man mal ein bisschen den Stab hochhalten für die Ärzte, weil die sind im Stress, die sind überfordert, es sind auch viele gesundheitspolitische Geschichten, die geändert werden müssten. Aber die meisten tun wirklich ihr Bestes. Und das ist erstmal die positive Nachricht. Und ich habe auf diese mediale Nummer, da haben wir ja inzwischen die Bild-Zeitung, wir haben ja inzwischen Kompakt-Magazin, wir haben inzwischen, am Dienstag war sogar RTL, da, das haben die gestern ausgestrahlt, kann ich dann vielleicht noch kurz was dazu sagen, das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber ich habe also viele Reaktionen an Mails bekommen über unsere Accounts, dass Ärzte tatsächlich gesagt haben, das tut uns aber leid, wir sind die Arztpraxis so und so, wenn sie Rezept brauchen, wenn sie Hilfe brauchen, wir helfen ihnen. Und dann gab es auch viele, viele positive Worte, einfach Zuspruch, so allgemeiner Art. Es gab zwei ganz bösartige Mails, die muss ich jetzt gar nicht zitieren, aber da ging es so nach dem Motto, der demokratische Arzt hat das alles ganz richtig gemacht und hätte Ihnen auch schon von Anfang an keinen Termin geben sollen. Und Sie werden ja schon innerhalb der AfD einen Arzt finden, der Sie behandelt. Also das ist genau die Nummer, die Sie vorhin sagten. Dann hat dann jede Partei seine eigenen Ärzte oder was denken die sich. Aber es gab zwei solche negative Reaktionen von ganz vielen, vielen anderen. Und das stimmt mich positiv, dass die überwiegende Mehrheit in Deutschland doch noch auf den Füßen stellt und nicht auf den Füßen steht und nicht auf dem Kopf, wie es unsere Regierung haben will. Nun muss man eines sagen, diese Nachrichtenberichterstattung, dann können Sie ja diese negativen Nachrichten vernachlässigen. Aus dem einfachen Grund, Sie haben ja solch eine Informationsflut hier nach außen getragen.
Das sind zwei negative Nachrichten, die können Sie vernachlässigen. Aber Sie haben mich neugierig gemacht. Was hat Ihnen bei RTL nicht gefallen? Gut, also ich muss es ja nochmal betonen, diesen ganzen Trubel, da ist mir gar nicht so recht. Das war jetzt überhaupt nicht geplant. Und es ist auch nicht ganz einfach. Sie wissen das besser als ich, dass man sich, wenn man sich öffentlich bewegt, schon sehr konzentrieren muss, was man erzählt, und dass man immer irgendwas erzählt, was man vielleicht gar nicht so gemeint hat, dann wird es dreimal umgedreht. Und ich bin Medien, kein Medienmensch. Ich bin jetzt so richtig reingerutscht, die Sache. Also RTL hatte sich gemeldet, ich habe dann am Dienstag meine Termine umgeschmissen. Wir sind dann zum Bundestagsabgeordneten hier ins Büro gegangen und haben dort dieses Interview gemacht. Die junge Dame und der junge Herr, die haben das sehr gut gemacht, waren sehr freundlich, sehr professionell aufgebaut. Es wurde ein Interview geführt, eine Sprechzeit, schätzungsweise ca. 12, vielleicht 15 Minuten. Und das war uns sehr vertrauenerweckend. Gestern Abend kam dann der Bericht. Da hat mir definitiv nicht gefallen, dass eben erstmal ging es um Verfassungsschutz und AfD und bla bla bla. Dann kam mein Thema unmittelbar die Sache ran und der AfD-Politiker Nüssner etc. und ist in die AfD eingetreten. Dann musste ja wieder gesagt werden, dass die ja vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und dann ging es halt weiter, dass ich quasi von den 15 Minuten einen Satz sagen konnte. Dann wurden Passanten interviewt. Die haben das an sich. Die zwei Interviews waren ganz positiv. Aber dann kam halt noch ein Anwalt, der sagt, ja, und der Arzt kann natürlich das Patientenverhältnis lösen, wenn eben das Vertrauensverhältnis nicht stimmt, wenn die sich anpöbeln, wenn die sich anschreien oder so sinngemäß, kann ich jetzt nicht mehr ganz genau sagen, vielleicht sogar handgreiflich werden. Und das hat er ja dann immer wieder behauptet, der Arzt, die Stellungnahme kam dann auch. Also wenn man das flüchtig betrachtet und oberflächlich betrachtet, ist also AfD, Verfassungsschutz, und da müssen halt den Arzt ja angepöbelt, deshalb ist er ausgeflogen. Das wäre jetzt so für mich als Außenstehender ein Eindruck gewesen, der hätte entstehen können, sagen wir es mal so. Da hätte man vielleicht etwas deutlicher sich anders artikulieren können. War ich ein bisschen enttäuscht, nachdem das Interview vernünftig gelaufen war. War ich wirklich ein bisschen traurig, aber ich sage mal, wer mindestens einmal ums Eck denken kann, wird den Fehler bemerken. Und darum geht es uns, verehrte Zuschauer und Herr Nüssner. Es geht darum, nicht hier von vornherein etwas aufzubauen, wo wir auf einer Minuslinie anfangen, dass wir sagen, Sie sind ja dies, Sie haben ja jenes, sondern den Menschen zu zeigen. Und es ist schön zu hören, dass es Ärzte gibt, die ihrer Verpflichtung nachkommen. Und das ist der überwiegende Teil. Das muss man einfach der Ärzteschaft zurechnen, dass man sagt, Ihre politische Gesinnung, die ist mir völlig wurscht, lassen Sie uns reden. Es gibt viele Dinge, die sind in diesem Land eine Riesenherausforderung oder man kann sie als Problem bezeichnen. Aber in erster Linie, verehrte Zuschauer, geht es darum, wir sind Menschen. Wir sind Menschen, die in diesem Land leben. Ob der Herr Nüssner jetzt, wie es so heißt, ein Bio-Deutscher ist, dieses blöde Wort, oder ob er aus irgendeinem anderen Land kommt, das verdienen die Menschen, die sich hier gesellschaftlich integrieren, gleich behandelt. Und wir sehen, es ist ein Mensch, der seine Meinung mitteilt. Und dieses Negativbild wollen wir nicht auf ihn sitzen lassen. Deshalb haben wir die Sendung gemacht. Sie können sich Ihre eigene Meinung bilden. Schreiben Sie uns dazu an. Herr Nüssner, ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute. Herr Mehrmann, ich bedanke mich sehr für die angenehme Interviewführung. Alles Gute auch für Sie und Ihr Team und vielleicht mal bis irgendwann. Dankeschön.